geilen Schnittchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Blobivoli mit mir, dem geilsten Typen im Universum und, naja, dem anderen, Peter oder so heißt er, ich weiß nicht mehr genau. Ich mach den Bram platt heute. So, wir spielen eine Runde, wie gesagt, Blobivoli halt, ein Match, also wer zuerst 15 Punkte hat. Genau, hinten dran schneide ich euch noch ein paar Szenen an dieses Video, wo ihr dann sehen könnt, wie wir da vorgespielt haben. Ich kann da gar keine Szenen ranschneiden, weil ich das Video ja nicht aufgenommen habe. Kannst nur unsere Webcam irgendwie. Ich mache vielleicht ein paar geile Webcam-Faces oder so, weil wir haben gerade nämlich schon bis 8:3 gespielt für mich, ja, aber ich habe vergessen, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Selber schuld, Mama. Ja, egal, 0-0. Darf ich anfangen, Peter? Ja. Okay, dann 3, 2, 1, gib ihm! Du hast den Ball bei mir berührt, als du 1 gedrückt hast, als du 1 gesagt hast. Oh ja, da war ich vielleicht ein bisschen. Jetzt läuft das hier nämlich ganz anders, Kollege Turcho. Jetzt habe ich mich nämlich eingespielt und jetzt. Hast du mal ein kleines Pünktchen gemacht? Ja, dafür habe ich vorhin ganz schön lange gebraucht. Das gibt es nicht. Da machst du einen kleinen Pünktchen. Oh, scheiße. Da machst du ein kleines Pünktchen, das ist mehr Wümpchen, weißt du? Oh. Oh, ich bin der Reimmeister, 5 Millionen, ey, ich sag dir. Wuhu, Self-Five. Jetzt im Spiel, Moment. Ja, das hast du verdient, ey. Das muss echt mit einem Punkt bestraft werden. Diese Hochnäsigkeit, nur weil du gerade mit ein paar Mini-Pünktchen vorne standest. Das hätte ich nämlich. Ich war gerade nämlich dabei, das Spiel zu drehen bei den 8-3. Oh yeah, Bitch! Oh yeah! Jetzt habe ich nämlich die 3 schon wieder und du hast 0 und ich habe 4 und du hast 0. Ja, ist kein Ding. Wir machen das schon. So, erstmal den Aufschlag holen, ja? Erstmal den Aufschlag holen. Wie machen wir das denn jetzt? Machen wir einfach mal so. Okay, da fand ich deine vorherigen gefährlicher. Aggressives. Gefährlicher, meine ich. Aggressives Gameplay hier. So läuft das. Das ist ja so. Wenn Peter nicht hören will. Kriegt er noch mal einen Aufschlag, wenn er nicht hören will. Kein Ding. Wo wollte ich denn nicht hören? Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn er einfach nicht hören will. Kann ich nicht wissen, was hier gerade abgeht. Wieso? Ich kann das nämlich auch. Oh, scheiße. So. Bum-tata. Du hast noch gar nicht erklärt, dass das diesmal kein Best of 3 ist. Ja, hab ich das nicht gesagt? Das ist kein Best of 3. Ja, das hast du bei der ersten Aufnahme gesagt, die keine Stimmt. offizielle Aufnahme. Stimmt. Wie gesagt, viele von euch sagten halt, dass die Blobby-Wall-Runden zu lang sind und dass wir dann irgendwann halt nicht mehr genug Stimmung machen, weil 45 Minuten lang am Stück hier Scheiße labern ist natürlich immer so eine Sache. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wir machen halt Best of 1. Oder Best of 2 quasi, ist ja das gleiche. Alter, nice. Alter, was der für einen Pfund darüber geschlagen hat. Jetzt geht nämlich hier die Party ab, Kollege. Jetzt geht nämlich hier die Party ab. Die Party geht ab. Wie sonst was? Ja, der Mama, der Peter ist gemein zu mir. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Gar nicht gemein zu dir. Na, dann so lacht. Nicht! So nicht! Freund und Homostecher, ey. Nein! Ja, das kann nicht wahr sein. So ein Ballwechsel, ja, und dann mach ich da so einen Scheiß raus. ich häng auch gerade hinterher. Ja. Alles klar, Peter. Ja, war nicht so gut. Ja, da wollte er auch mal hochmütig sein, weißt du, kein Ding. Aber ich bin der Einzige. Peter kann das nicht so gut. Peter kann nicht so gut hochmütig sein. Der wird dann immer direkt. Ich bin der Einzige, der das kann und direkt versagt. Oh. Piss dich. Nein, ich bin nicht mehr hinterhergekommen. Der Blobby war einfach zu langsam. Ja, manchmal muss man halt ein bisschen abspecken, wa? Scheiße! So, habe ich mal noch 100% Punkte mehr als in der Runde davor. Ist natürlich auch schon mal schön. Und pow.
Ey, das kann nicht sein. Moment, den habe ich nur noch. Nee, den habe ich nicht mehr. Scheiße. War geil, oder? Boah, ja, das war dein Höschen richtig feucht, oder? Nee, das nicht. Ja, vor Schweiß, Alter. Nein! Oh! Boah, jetzt harte Aufholjagd hier gerade. Kann ich so eigentlich nicht zulassen. Ne, eigentlich nicht, wa? Scheiße. Eigentlich kannst du das echt nicht zulassen. Wenn man da jetzt einfach mal drüber nachdenkt, dass du ja eigentlich meinst, hier die dicken Cojones in der schlüpfrigen Hose zu haben, dann kann man das echt nicht zulassen. Das muss man einfach mal so gesagt haben. Also, weil ich habe mir die Haare nicht gemacht, deswegen habe ich eine Mütze auf. Oh, da habe ich nicht reagiert. Ja, ich habe mich natürlich extra geduscht. Ich habe mich auch geduscht, aber ich habe mir irgendwie das Gefühl, manchmal hat man Blobby irgendwie... Erzähl weiter, interessiert mich schon, was du mit deinen Haaren gemacht hast. Ja, das ist schon spannend. Ja, ich habe gerade echt das Gefühl teilweise, dass mein Blobby irgendwie am Boden klebt. Dass er nicht so hochkommt. Ah! Langweilt mich, diese hohen Bälle, die stinken noch alle. Oh! So, buff, tata. Oh! So. Ich dachte, ich würde drankommen, aber ich bin nicht drangekommen. Ja, also, das mal kurz zusammenzufassen für die Leute, die draußen nur das im Hintergrund laufen haben und nicht wirklich aufs Bild achten. Ich glaube, ich kann einfach an der gleichen Stelle stehen bleiben. Was ist das eigentlich? Ich bewege mich gar nicht. Oh, scheiße. Scheiße. Ja, ich finde, mit 6 Punkten kann man das mal machen. Naja, das war ja immer der gleiche Spielzug. Oh, 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 oh. Damit sich selber. Und verpeilt alles. Ja. Läuft gerade nicht. Läuft gerade nicht, muss man einfach mal so sagen. Doch, läuft super. Aber ich habe auch noch keinen Schiss gesetzt heute. Ach, echt? Echt nicht? Oh, oh, Matchball. Oh, Matchball, oh, jetzt schon hier. Matchball. Ey, scheiß doch die Wand an. Das ist natürlich jetzt richtig hart. Oh. Ah, ja. Oh, das sieht gut aus für Peter, muss man einfach mal so sagen. Das sieht genauso. Das sieht gut aus. Das ist quasi unwahrscheinlich, weil ich sicher nicht alle Punkte fehlerfrei spielen werde. Hoffentlich. So ein Pünktchen hätte ich gerne. Am liebsten auch den hier. Oh, oh, oh! Nee, nee, den direkt noch nicht. Vielleicht später. Ja. Shit! Immer in den Aufschlag. Ja, ganz leicht muss man das Spiel jetzt nicht machen. Scheiße. Aufschlag direkt wieder verloren. Ich hab schon die Hände hochgerissen. Scheiße. Da kommt auch noch Glück dazu. Ich raste aus. Scheiße. Die Krone ist da, wo sie hingehört, auf meinem Kopf. Yeah, ja. Oh yeah, oh yeah, oh Brammen, was ist los? Keine Ahnung, da habe ich dann irgendwie im ersten Match zu viel rausgehauen und dann ist mir aufgefallen, nicht aufgenommen. War Peter eindeutig der Bessere. Ich meine, 15-6 ist natürlich jetzt auf keinen Fall eine Glanzleistung. Muss ich tatsächlich mal zugeben, dass das nicht ganz so geil war. Machst du nix? Herzlichen Glückwunsch an Peter. Dankeschön. Lacker und so, weißt du, aus dem Bild. Hier war kein gutes Licht und so, es war dunkel und so, da kann man heller gemacht. Jetzt kann ich auch den Bildschirm sehen. Ja, ach so, ich muss den Bildschirm auch anmachen. Ja, dann sag mir das doch. Ach so, ne, okay, geil. Schluss mit Ausreden, vielen Dank für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Blobby Wally. Haut rein! Ciao!